Hallo zusammen an diesem Sonntag, den 30. Juli 2023. Und jetzt muss ich auch wirklich betont, klar, deutlich sprechen, wenn es um diesen Termin geht, dieses Datum. Ja, ist jetzt vielleicht bei einem Video in dieser Art nicht existenziell wichtig, weil das Publikationsdatum bei YouTube ja dann auch draufsteht. Oder aufgrund des Datumeintrags bei der Erstaufzeichnung, wenn die Primärdaten erhoben werden, dort auch gespeichert wird automatisch. Aber wenn es eben um die Kommunikation geht und dann zusätzlich eben noch um Arbeitsverhältnisse. Und dazu zählen bei uns auch die freiwilligen Einsätze. Dann sind die Termine einfach elementar wichtig. Sonst erhalten wir ein Problem, oder? Miteinander dann, mit mir dann. Weil ich es auch habe mit unserem Kunden. Oder ihr untereinander, wenn ihr Zeittausch macht. Tragt Sorge zu der Genauigkeit bei den Terminen. Schreibt sie auf. Ich glaube, das muss man. Wenn man mehrere so Kanäle hat, muss man es auf jeden Fall machen. Und habt Verständnis, wenn jemand bei uns rausfliegen würde, wenn die Termine nicht eingehalten werden. Das gibt bei uns ein Chaos, oder? Kundschaft läuft weg, das mag es gar nicht erleiden. In der Schweiz mindestens, ich glaube, es ist auch in Deutschland so, überall, wo es um Leistung geht, wo es um Verantwortung geht, wo es auch um Geld geht, um Risiken geht, mag es das gar nicht leiden. Ich musste es auch einem Jungen noch einmal klar und deutlich sagen, der jetzt doch eine Lehrstelle erhalten hat in der Schweiz. Aber bei mir hat er halt ein paar Mal terminlich wirklich versagt, oder? Und da kommen natürlich nachher die Entschuldigungen und so, aber wenn die Entschuldigung nicht wirklich auch zeitgerecht kommt und ein Arztzeugnis dann auch gerade hinterhergeschoben wird, dann hat das fast keinen Wert, oder? Also ist es ja wirklich ganz wichtig und diejenigen, die halt dabei bleiben wollen auch, die müssen halt auch schauen, dass die zukünftigen Termine für sie geklärt sind. Ohne geklärte Termine finden die nicht statt, oder? Müsst ihr schon wissen, oder? Termine, oder? Ich glaube, es ist jetzt klar, oder? Wir müssen diese Planungssicherheit eben auch haben in nur schon terminlicher Hinsicht. Und bitte, ich will nicht derjenige sein, der euch hinterher rennen muss und sagen, bitte, wann geht es jetzt? Können wir damit rechnen? Gib eine Bestätigung, es sind ganz wichtige Termine oder so. Nein, das kann nicht meine Rolle sein. Ihr müsst euch selber darum kümmern, oder? Ich mache mal einen Hinweis und sage, bitte, hier müssen wir es jetzt wissen. Man nähert sich gegenseitig manchmal eben auch an. Man kann noch nicht sagen, was in 3 Monaten ist, aber vielleicht die nächsten paar Wochen, dann machen wir das mal. Und muss man halt schon halt auch sagen, bitte, ich möchte das jetzt haben. Das ist klar, das liegt dann auch an mir. Aber bitte, wenn ihr mal eine solche Meldung erhalten habt von mir, Termin bitte klären, geht das oder mach Vorschläge, wann es dir geht.
dann möchte ich das nicht noch einmal sagen. Bitte nehmt euch das zu Herzen und dann haben wir die Basis gelegt, die erste Basis für Zusammenarbeit, weil ohne Termine, wenn man nicht am gleichen Ort ist, geht es nicht. Hallo zusammen an diesem Sonntag, den 30. Juli 2023. Und jetzt muss ich auch wirklich betont, klar, deutlich sprechen, wenn es um diesen Termin geht, dieses Datum. Ja, ist jetzt vielleicht bei einem Video in dieser Art nicht existenziell wichtig, weil das Publikationsdatum bei YouTube ja dann auch draufsteht. Oder aufgrund des Datumeintrags bei der Erstaufzeichnung, wenn die Primärdaten erhoben werden, dort auch gespeichert wird automatisch. Aber wenn es eben um die Kommunikation geht und dann zusätzlich eben noch um Arbeitsverhältnisse und dazu zählen bei uns auch die freiwilligen Einsätze, dann sind die Termine einfach elementar wichtig, sonst erhalten wir ein Problem, oder? Miteinander dann, mit mir dann, weil ich es auch habe mit unserem Kunden. Oder ihr untereinander, wenn ihr Zeittausch macht, tragt Sorge zu der Genauigkeit bei den Terminen, schreibt sie auf. Glaube, das muss man, wenn man mehrere so Kanäle hat, muss man es auf jeden Fall machen. Und habt Verständnis, wenn jemand bei uns rausfliegen würde, wenn die Termine nicht eingehalten werden. Das gibt bei uns ein Chaos, oder? Kundschaft läuft weg, das mag es gar nicht erleiden. In der Schweiz mindestens, ich glaube, es ist auch in Deutschland so, überall, wo es um Leistung geht, wo es um Verantwortung geht, wo es auch um Geld geht, um Risiken geht, mag's das gar nicht leiden. Ich musste es auch einem Jungen noch einmal klar und deutlich sagen, der jetzt doch eine Lehrstelle erhalten hat in der Schweiz. Aber bei mir hat er halt ein paar Mal terminlich wirklich versagt, oder? Und da kommen natürlich nachher die Entschuldigungen und so, aber wenn die Entschuldigung nicht wirklich auch zeitgerecht kommt und ein Arztzeugnis dann auch gerade hinterhergeschoben wird, dann hat das fast keinen Wert, oder? Also ist es ja wirklich ganz wichtig und diejenigen, die halt dabei bleiben wollen auch, die müssen halt auch schauen, dass die zukünftigen Termine für sie geklärt sind. Ohne geklärte Termine finden die nicht statt, oder? Müsst ihr schon wissen, oder? Deshalb musste ich sogar jetzt, ich sag den Namen nicht, es ist zu peinlich, oder? Termine, oder? Ich glaube, es ist jetzt klar, oder? Wir müssen diese Planungssicherheit eben auch haben in nur schon terminlicher Hinsicht. Und bitte, ich will nicht derjenige sein, der euch hinterher rennen muss und sagen, bitte, wann geht es jetzt? Können wir damit rechnen? Gib noch einmal eine Bestätigung. Es sind ganz wichtige Termine oder so. Nein, das kann nicht meine Rolle sein. Ihr müsst euch selber darum kümmern, oder?
Ich mache mal einen Hinweis und sage, bitte, hier müssen wir es jetzt wissen. Man nähert sich gegenseitig, manchmal eben auch an. Man kann noch nicht sagen, was in 3 Monaten ist, aber vielleicht die nächsten paar Wochen, dann machen wir das mal. Und muss man auch schon halt auch sagen, bitte, ich möchte das jetzt haben. Das ist klar, das liegt dann auch an mir. Aber bitte, wenn ihr mal eine solche Meldung erhalten habt von mir, Termin bitte klären, geht das? Oder mach Vorschläge, wann es dir geht. Dann möchte ich das nicht noch einmal sagen. Bitte nehmt euch das zu Herzen und dann haben wir die Basis gelegt, die erste Basis für Zusammenarbeit, weil ohne Termine, wenn man nicht am gleichen Ort ist, geht es nicht.